Ich lese das Solinger Tageblatt von Donnerstag, den 3. Oktober 2019. Wie immer interessiert der Lokalteil Solingen vor allem die Nachrichten aus dem Bezirk Höchscheid. Solingen Offensive für hunderte neue Wohnungen. Jobcenter muss höhere Mieten erstatten. BAC leidet in Lemgo bitteres Pokal aus. Das heißt, aus Höchscheid sind schon mal keine dabei. Viele Wolken, wenig Sonne. Passt zu dem, was mir heute auch dann passiert ist. Gestern bin ich ganz nass geworden, heute so ein bisschen am Fahrrad. Ist Werbung drin. Ja, Abschied von Karel Gott. Foto DPA. Todesfälle durch hessische Wurst. Zwei Menschen sollen aufgrund von Keimen gestorben sein. So, Apothekenfall, weiteres Gift gefunden. Frau hatte Medikamente bei der Polizei abgegeben. Apotheker wehrt sich gerichtlich an Heime, darf er liefern? Düsseldorf. So, jetzt halt wieder Tür. Schatz, 3. Oktober wieder fallen. Ich habe Kopfschmerzen. Naja. Bei mir tut er nicht nur der Kopf weh. Hier auf Seite 2 um den NRW-Radverkehr. Johnson legt Brexit-Pläne vor, die EU ist skeptisch. BVB zieht da sieben Dank, Herr Kini. Ein voll retuschiertes Foto, wie scheiße. Kann ich mir gerade zeigen. Ich weiß nicht, warum man sowas in der Zeitung abdruckt. Bäh. Will ich nicht sehen, finde ich scheiße. Scheiße. Hans Lauterling ist jetzt Vorsitzender des Sportausschusses. So, jetzt sage ich mal was zu den Personen, die ich hier sehe. Ich kenne hier auf dem Bild genau zwei Männer und sonst gar keinen. Ich weiß, wo das ist. Das weiß nämlich auch wieder kein Schwein in Solingen.
ehrlich gesagt, kein Mensch hat Verständnis dafür, wenn da irgendwelche Typen auftauchen und dann hinterher meinen, die könnten ja statt das große Rad drehen. Ich zeig jetzt einmal das Foto. Ich reg den Scheiß auf. Deshalb funktioniert hier gar nichts in dem Drecksloch. Bitte sehr. Und kein Schwein hat für sowas Verständnis. Und wer ja die große Klappe hat, kann mir erstmal erklären, wo das Foto überhaupt in Solingen geschossen worden ist. So. Zum Lokalteil. Neue Leitungen für OBUS sind verlegt. Künftig sollen Batterie-OBUS, wo Bob auf der Liste ist. Ich sag dir nichts dazu. Offensive für hunderte neue Wohnungen. Rathaus will ungesteuerte neue Entwicklung finden. Das sind auch wieder so Sätze. Wo man den Schwachsinn, der hier aus der Zeitung kommt, förmlich spüren kann. Solingen muss Bedürftigen höhere Mieten zahlen. Betroffene hatten vor Sozialgericht gegen Kürzung geklagt und gewonnen. Jobcenter will nun in Berufung gehen. Der Wohnungsmarkt in Solingen könnte durch das Urteil des Sozialgerichts weiter unter Druck geraten. So. Dann gibt es ein Künstlerduo, das zu Gast in der Schule war. Landwehr kommt erste Vollsperrung, warum auch immer, eigentlich ist das da ausgebaut gewesen. Ich bin auch mal mit dem Fahrrad durch, ich habe die Baustelle nicht verstanden. Sozialer Erfolg auf Augenhöhe, wenn ich den Scheiß lese, habe ich auch nur noch einen. Wie heißt der Mann? Norbert Schäfer, habe ich hier auch noch nie in der Stadt gesehen. Will mit den Problemgruppen in der Stadt ins Gespräch kommen, gemeinsam soll das Zusammenleben verbessert werden und das auf Augenhöhe. Ich krieg das Kotzen dabei. Oberburger Familien kämpfen mit Sperrung. Mit der Folge der Sperrung in Unterburg. Eine Lösung ist schwierig. So, ich sag's nochmal, ich wohne seit Jahrzehnten in der Stadt und von denen habe ich noch nie irgendwo einen gesehen. Ich zeig mal gerade das Bild. Ich frage mich immer, warum ich in dieser Stadt keinen Menschen erkenne. Ehrlich gesagt. Wo ist hier der Eckenmann? Ich kenne keinen auf dem Bild. Bitte sehr. Ich weiß nicht, wie man hier leben soll. Kunstmuseum wird abends zum Open-Air-Museum. Glosse. Kneipe in der Nähe. Auch zugezogen. Manche behaupten, er sei Solingen, das ist nicht richtig. Stadt stellt ihre digitale Zukunft vor. Wenn es hier so weitergeht, hat die Stadt eine digitale Zukunft. Wandernd durch das Bergische Land. Neuer Athletikbereich bietet Yoga für Lehrer. Schüler und Pädagogen. Ich möchte an der Stelle anmerken, Lehrer sind Didaktiker und keine Pädagogen.
und Unterricht folgt grundsätzlich einer Fachwissenschaft. An einem fachwissenschaftlichen Gegenstand wird sich gebildet. Schon allein, wenn man sowas da reinschreibt, hat man so dermaßen Pin im Kopf und kann wirklich, 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 wirklich nur noch hier weggehen. Es ist einfach nur unerträglich, was hier für eine Scheiße in dem Blatt steht. Bah, Igitt, ich höre auf. Es ist unerträglich.